Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Markus an. Dieser hat über Smava geschrieben, welches er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Smava ist ein Online-Vergleichsportal für Kreditangebote verschiedener Banken. Das Vergleichen der verschiedenen Kreditmöglichkeiten ist zunächst kostenlos und unverbindlich. Bei einer erfolgreichen Vermittlung erhält Smava eine Provision. Um sich einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten zu verschaffen, muss man zunächst einige Daten angeben. Im ersten Schritt werden die Details zum Kredit selbst geklärt. Wofür wird das Geld verwendet? Wie zum Beispiel Wohnen, Umschuldung, freie Verwendung, Gewerbe, Auto, Motorrad. Wie viel Geld wird benötigt? Wie lange beabsichtigt man den Kredit laufen zu lassen? Und wie viele Kreditnehmer wird es geben? Danach werden auch Angaben zur Person gemacht und Kontaktdetails ausgetauscht. Neben den persönlichen Angaben muss man auch Auskunft über sein Einkommen geben. In diesem Schritt werden auch Daten zum Haushalt erhoben. Wie viele Personen und Kinder leben im Haushalt? Wie sieht die Wohnsituation aus? Also wohnt man zur Miete oder in einer eigenen Immobilie? Vermietet man selbst Immobilien? Und in welcher Art von Beschäftigungsverhältnis befindet man sich? Zur Zeit der Kreditanforderungen. Darüber hinaus werden noch einige Fragen zur Arbeit gestellt, unter anderem die Art der Beschäftigung, Branche, Beginn des Arbeitsverhältnisses, Arbeitgeber und die Kontaktdetails zu diesem. Anschließend muss man angeben, wie viel monatliches Nettoeinkommen zur Verfügung steht und ob dies konstant für die letzten 3 Monate war. Außerdem muss man hinzufügen, wenn man Nebeneinkünfte oder sonstige Einkommen, zum Beispiel Kindergeld, noch bekommt. Neben dem Einkommen muss man auch seine Ausgaben gegenüberstellen. Darunter fallen Bausparverträge, Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt, Lebensversicherung, Leasingraten und Krankenversicherung. Dann wird man gefragt, ob man im Besitz von Autos oder Motorrädern ist, sowie ob man EC-Karten oder auch Kreditkarten verwendet. Falls man schon einen bestehenden Kreditvertrag laufen hat, so wird man gebeten, diesen auch noch anzugeben. Nun ist man im vierten Schritt angelangt und nicht mehr allzu entfernt von den tatsächlichen Angeboten. Man kann hier wählen, ob man eine Kreditversicherung abschließen möchte, die bei verschiedenen Geschehnissen greift. Der Komplettschutz zum Beispiel wird wirksame Arbeitsunfähigkeit, Todesfall und Arbeitslosigkeit. Der Kombischutz bietet die gleiche Leistung ausgenommen der Arbeitslosigkeit und der einfache Schutz wirkt nur bei Todesfall. Dies ist lediglich optional und kann komplett übersprungen werden. Jetzt füllt man seine Bankdetails aus und erhält mehrere Angebote für Kreditverträge. Da es sich um ein Vergleichsportal handelt, kommen die Angebote von unterschiedlichen Banken. Dabei sind so ziemlich alle großen Namen vertreten, wie Targo Bank, ING DiBa, Deutsche Bank und viele mehr. Vorab kann man entscheiden, ob es sich um einen Kredit, einen Autokredit, Privatkredit oder eine Umschuldung handelt. Die Details im jeweiligen Vertrag kann man sich als PDF herunterladen und speichern. Dort werden noch einmal Laufzeit, die Kreditsumme sowie die monatliche Rate festgehalten. Es ist schon quasi der fertige Vertrag, den man unterschreiben und abschicken kann. Alle Informationen wurden schon vom System automatisch eingefügt, wie Namen, Adresse und so weiter. Wie bei jedem anderen Kredit muss man einen Einkommensnachweis vorlegen in Form einer Lohn- oder Gehaltsabrechnung. Zur Identifizierung der Person wird das Postident-Verfahren verwendet, bei dem man mit den unterschriebenen Dokumenten und dem Personalausweis ausgestattet zur Post geht. Dort wird man überprüft und die Unterlagen werden an Smava weitergeleitet. Neben den klassischen Kreditmodellen kann man sich auch einen Kredit von einer oder mehreren Privatpersonen leihen. Der Ablauf ist ähnlich wie bereits beschrieben. Die Peer-to-Peer-Kredite oder Kleinkredit privat haben den Vorteil der niedrigen Zinsen und der hohen Finanzierungschancen. Wenn man dort einen Kredit anfordert, muss man sich eben nicht vor Banken behaupten, sondern vor Leuten, die genau sind wie man selbst, eben Privatleute. Der Kreditnehmer muss also nicht so eine hohe Bonität aufweisen, wie er es von der Bank müsste. Die Anforderungen liegen also deutlich niedriger. Das Einstellen einer Kreditanfrage bleibt unverbindlich und kostenlos. Auch hier gilt, dass erst Kosten entstehen bei einer erfolgreichen Vermittlung. Smava ist also nicht nur interessant für Leute, die gerade das schnelle Geld brauchen, sondern auch für Menschen, die ihr Geld noch anlegen möchten. Man kann hier beliebig hohe Summen, mehrfach oder auch einfach, an Privatpersonen verleihen und kassiert dabei selbst noch die Zinsen ein. Die Zahlungsfähigkeit der Kreditnehmer wird vorher ausreichend überprüft, sodass es zu keinen Schwierigkeiten kommen dürfte. Sollte dies doch einmal der Fall sein, also dass Zahlungen nicht getätigt werden, so kümmert sich Smava darum. Es wird ein Mahnprozess eingeleitet. Dieses Prinzip der Kredite von Privatleuten ist eventuell auch schon durch Auxmoney bekannt. Wenn man darauf hofft, dass man einen Kredit ohne Schufa-Auskunft oder ohne Einkommensnachweis bekommt, der ist bei Smava definitiv falsch. Smava selbst bezeichnet sich als Schufa-neutral, aber dennoch wird die Schufa die Anfrage einsehen können und bei größeren Unstimmigkeiten eventuell zum Problem werden. Allerdings kann man sich mit Hilfe der Peer-to-Peer-Kredite wesentlich höhere Chancen errechnen für Kredite, die man bei den Banken sonst nicht genehmigt bekommen würde. Ich habe mir vor einigen Monaten einen Kredit bei Smava genommen.
Zuvor habe ich bei ungefähr 3 lokalen Banken Termine durchlaufen, um zu schauen, was für Angebote diese mir machen können. Dabei hatte ich stets ein Online-Vergleichsportal bereits im Hinterkopf. Die Kreditverträge erschienen mir zwar passabel, aber da war auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aus der Fernsehwerbung kannte ich Smava und habe dort einmal meine Wünsche durch das System gejagt. Nach einigen Stunden konnte ich meinen Wunschkredit über Privatpersonen finanzieren lassen. Die Unterlagen waren schnell eingereicht und das Geld hatte ich, glaube ich, innerhalb der nächsten Woche schon auf dem Konto. Die Verteilung der monatlichen Rate auf die unterschiedlichen Finanzierer erfolgt über Smava und deren Partnerbank BIB. In der monatlichen Rate ist auch schon die Provision für Smava mit einberechnet. Ich selbst brauchte mich also um nichts weiter kümmern. Smava konnte ihre Versprechen halten und ich bin mit meinem Vertrag zufrieden. Bei den Zinsen konnte ich einige sparen, wenn ich das mal mit den Angeboten vergleiche, die mir zuvor bei den örtlichen Banken unterbreitet wurden. Ich würde hier jederzeit wieder einen Kredit beziehen, da ich keine Probleme bisher feststellen konnte. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.